Hallo und willkommen zu dem Festplattenvideo. In diesem Video möchte ich mal diesen Click-of-Death-Fehler zeigen, den es bei Festplatten geben kann, wenn die permanent klicken, was man da machen kann, was man nicht machen kann und was man nicht tun sollte. In einem anderen Video zeige ich dann diesen Festplattenfehler Smart Error. Das ist eine Western Digital Festplatte. Die ist aktuell, ist ein relativ neues Gerät, ist aus dieser Blue-Serie. Die ist natürlich SATA, ganz klar. Hinten, wie man sieht, ziemlich kleine Elektronik, ist kaum noch was dran. Die Festplatte selber ist auch ziemlich hohl, da ist auch nicht mehr allzu viel drin. Und die produziert beim Laufen, beim Einschalten schon diesen sogenannten Click of Death. Das sind jetzt diese Klickgeräusche, die die Platte von sich gibt. Das macht die manchmal kontinuierlich, also permanent, die ganze Zeit, wo sie eingeschaltet ist. Manchmal nur am Anfang. Das ist ganz unterschiedlich. Aber wenn mehr als ein oder zwei solcher Geräusche am Anfang ertönen und auch im Laufe des Betriebs, dann ist die Platte definitiv defekt. Im BIOS hier wird die Festplatte auch gar nicht erkannt oder angezeigt. Hier hat der Rechner gar keine Platte gefunden. Nach einer Zeit verschwinden diese Klickgeräusche bei der Platte, sie wird aber trotzdem nicht erkannt und man kann es natürlich auch nicht benutzen, auch keine Daten mehr von lesen. Was kann man da machen? Auch hier schwierig. Das Problem hier ist immer in der Platte zu finden bei diesen Klickgeräuschen. In der Platte sind ja die Datenträger, also diese Scheiben, und der Kopf, der bewegt sich so über die Scheibe drüber und der produziert dieses Geräusch. Man kann natürlich, wenn wichtige Daten drauf sind, versuchen, hier den Controller zu tauschen, also hier diese kleine grüne Platine. Man muss natürlich eine genau gleiche, baugleiche Platte finden, die muss 100% identisch sein und kann dann die Platine hier abschrauben und eine andere draufschrauben. Ob das funktioniert, eher nicht. Es gibt einige Nutzer, die legen so eine Platte in die Tiefkühltruhe und holen die dann raus. Das ist aber mehr Zauberei, als dass da tatsächlich ein Effekt dahinter steht. Also auch hier kann man eigentlich wenig machen. Manche Benutzer mit einem solchen Problem, die schlagen dann auf die Platte drauf oder mit einem Gegenstand. Das hilft auch nicht. Der Kopf hat da keine Probleme, der hängt da nicht, sondern das ist ein Problem, was durch die Elektronik auch erzeugt wird, dass der Kopf dauernd hin und her gefahren wird. Also da kommt man an dem Punkt jetzt gar nicht weiter. Man kann so Platten natürlich einschicken zu Firmen, die das professionell machen. Es kann natürlich auch sein, dass es 1000 Euro kostet oder mehr, um da eventuell Daten wieder zu lesen. Und man weiß natürlich auch nicht, ob die überhaupt noch lesbar sind. Es kann auch sein, dass da ein Headcrash stattgefunden hat und der Kopf über die Platte einmal geschrappt ist und dann die Daten quasi physikalisch vernichtet hat. Fazit ist jetzt hier, in den allermeisten Fällen sind die Daten da weg. Kann man auch nicht mehr lesen, hätte man vorher dann backuppen sollen, jetzt ist es zu spät. Da kann man nur die Platte dann entweder entsorgen oder man kann sie halt zu Western Digital checken, falls noch Garantie drauf sein sollte.